Sie sind Spezialisten auf ihrem Gebiet, können weltweit agieren und bleiben leider meist unerkannt. Hacker. Einige gehen mit viel krimineller Energie vor und versuchen mit allen Tricks, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Für Peter Meinhardt gab es vor 2 Wochen ein böses Erwachen. Den Start ins Wochenende hatte er sich wahrlich schöner vorgestellt. Ja, das war Samstag, 5. Januar. Am Morgen hat mich mein Bausparberater angerufen und hat gesagt, wo ich bin. Habe ich gesagt, ich bin bei meiner Familie beim Frühstück zu Hause. Und der hat gesagt, ich habe eine E-Mail bekommen, dass du in Edinburgh bist und hast finanzielle Probleme, hast alles, Kreditkarten etc., Ausweise, alles verloren. Es stellt sich heraus, ein Unbekannter hatte sein E-Mail-Konto gehackt. Wer auf den vermeintlichen Hilferuf antwortet, würde an eine zum Verwechseln ähnliche Adresse schreiben. In diesem Fall nicht Gmail, sondern ymail.com. Alle Kontakte und alle Mails im Postfach gelöscht. Meine Frau hat Gott sei Dank von mir ein E-Mail gehabt, weil lass viel über Kanusport laufen, da habe ich so 350 Adressen, Einladung zum Wildwasserfahren und diverse Veranstaltungen. Und die hat Gott sei Dank nur eine Mail gehabt von mir und hat da gleich alle informiert, ja, nicht antworten. Ähnlich erging es auch der ehemaligen Festwirtin Barbara Beck-Zellner 5 Tage später. Mit ihr treffen wir uns in einem Café. Zu Hause will sie nicht gefilmt werden. In ihre Privatsphäre sei durch diesen Vorfall schon genug eingegriffen worden, sagt sie. Verständlich. Für sie war der Tag mit der Entdeckung des Hackerangriffs gelaufen. Von da an saß sie nur noch am Telefon. Bis abends permanent durch. Ich habe natürlich viele Adressen beim Verteiler gehabt und sehr viele Privatadressen auch. Und denen ist das alles sehr komisch vorgekommen. Die wollten sich alle vergewissern, dass mit mir auch alles in Ordnung ist, dass ich zu Hause bin. Und ja, das war der Hintergrund. Einige besorgte Geschäftspartner antworteten sogar auf die falsche Mail. Und dann ist eben rausgekommen, dass eben meine E-Mail-Adresse verändert war. Ein Buchstabe war dann weniger in der Antwort-Mail. Und dann ist eben Geld gefordert worden, und zwar in Höhe von 1200 Euro. Mit der Bitte um Überweisung auf ein Konto der Western Union in Bristol. Geld überwiesen hat aber zum Glück in beiden Fällen niemand. Dass so kurz hintereinander gleich 2 Menschen aus Straubing und Umgebung Opfer eines solchen Angriffs wurden, kann laut Polizei nur Zufall sein. Die Chance, die Täter über das World Wide Web zu fassen, ist eher gering. Sowohl Barbara Beck-Zellner als auch Peter Meinhardt hätten aber richtig reagiert. Als Inhaber dieses E-Mail-Accounts, der gehackt worden ist, ist es wichtig, sofort, wenn es möglich ist, alle, die möglicherweise eine sogenannte Schock-E-Mail bekommen haben, zu kontaktieren, dass die keine Vermögensverfügungen veranlassen, weil die über beispielsweise Western Union nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Der beste Schutz vor solch einem Angriff sei ein sicheres Passwort. Für die Empfänger solch einer Schock-E-Mail sei gesunde Skepsis das oberste Gebot.